Und als dann so viele Leute sie missverstanden haben und sie praktisch in den Kreis der Erwachten aufgenommen haben, warum haben sie sich entschieden, dieses Missverständnis nicht zu korrigieren, sondern da erstmal mitzuspielen? Weil ich in dem Moment dachte, das ist eine Herausforderung, jetzt da mal zu gucken, wie weit die mir das wirklich abnehmen. Weil ich ja selbst damit gar nicht gerechnet habe. Ich selbst habe das ja in einer ironischen Absicht gemacht und nicht, weil ich damit ein Kalkül verfolgt habe. Und nachdem das so verfing und ich plötzlich bei Facebook und bei Instagram lauter Fans hatte, die mich da feierten, dachte ich, okay, wenn es so leicht ist, von heute auf morgen, vom angeblich angepassten Mainstream-Clown aus den öffentlich-rechtlichen Staatsmedien, gut alimentiert von den GEZ-Zahlern, was ich bislang war, zum Bekehrten zu werden, wenn das innerhalb von einer einzigen Nummer von heute auf morgen durch 50 Sekunden geht, dann will ich doch mal gucken, wie weit ich das Ding treiben kann. Und nachdem die Sendung dann lief und jemand das bei YouTube postete, kamen ja auch schon die Anfragen. Und dann habe ich gedacht, dann, wenn man mich anfragt und ich trete jetzt gerade nicht so viel auf, ich habe Zeit, dann gehe ich doch mal hin. Und wie erklären Sie sich das, dass die Ihnen das alle geglaubt haben? Anhand dieser Ausschnitte? Ich erkläre mir das so, dass hier Menschen ein sehr fest geschlossenes Weltbild haben. Da sind die Türen so verbarrikadiert, dass gar keine Luft von außen mehr reinkommt. Und dass diese Menschen so viel Selbstbestätigung für ihre Thesen suchen, dass sie bedingungslos alles unterstützen, was halbwegs in ihre Richtung geht, was halbwegs in ihre Richtung argumentiert scheint. Und dafür sind sie auch bereit, alles auszublenden, was drumherum stattfindet. Ich meine, ich war ja identifizierbar. Ich habe in der Show 2 Minuten vorher offensiv mich über Hygienedemos lustig gemacht. Man hätte nur in der Mediathek 2 Minuten zurückscrollen müssen. Wenn man aber nicht mehr in Mediatheken guckt, weil alles Lüge ist, dann wird es natürlich schwierig. Man hätte mich auf Twitter verfolgen können. Ich habe in dieser Phase mich über Querdenker lustig gemacht und gesagt, ich würde mir bei vielen wünschen, dass sie erst mal gerade ausdenken. Man hätte einmal in die Timeline gucken müssen, hätte darauf stoßen können und hätte sagen können, irgendwas stimmt nicht oder mich mindestens ansprechen können. Glauben Sie, dass es Ihnen auch mit dem Auftritt vielleicht ein Stück weit gelungen ist, Leute zum Nachdenken anzuregen? Vielleicht ist es dadurch gelungen, dass dieses Stück jetzt so enorm viral gegangen ist, wie ich es selbst ja nie gedacht hätte. Was ja da gelungen ist, ist, dass man ohne Beschimpfung diesen Leuten zeigen konnte, wie intolerant sie selbst sind. Und dass man zeigen konnte, dass die selber offensichtlich wirklich nicht mal gerade ausdenken, obwohl sie doch so selbstbestimmt vorgeben zu denken. Denn sonst hätten sie identifiziert, wer ich bin und dass ich niemals von heute auf morgen eine solche Konversion vorbereiten würde. Und damit zeigt man, glaube ich, ohne dass man in die sonst übliche Herablassung eintritt, einfach wie diese Szene drauf ist und dass es mit Aufklärung nicht weit her ist da.